Rekorde, Rekorde, Rekorde beim DAX, bei Gold und bei Bitcoin. Wie kann das aber sein, wo doch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft recht pessimistisch ist? Wie passt das zusammen? Das besprechen wir jetzt mit Robert Halver von der Baader Bank, zugeschaltet aus Frankfurt. Schön, Sie zu sehen, Herr Halver. Geht mir genauso, wenn ich Sie sehe, Herr Koch. Ja, viele Anleger fragen sich, wie das jetzt zusammenpasst. Der deutsche Aktienindex, der springt praktisch von Tag zu Tag fast von einem Hoch zum anderen. Und auf der anderen Seite ist die deutsche Wirtschaft pessimistisch. Das Wachstum wird praktisch bei Null dieses Jahr sein. Können Sie uns da mehr erklären, Herr Halver? Ja, wir haben eine klassische Diskrepanz. Der Standort, die Qualitäten werden immer schlechter. Ich drücke es mal sehr diplomatisch aus. Wir haben einen suboptimalen Wirtschaftsstandort. Aber man darf eins nicht vergessen, unsere Unternehmen, die großen sowieso, aber immer die kleineren, sind immer stärker international aufgestellt und können von daher von den Niederungen der deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik Abstand nehmen, machen immer mehr Geschäfte und Umsätze und Gewinne außerhalb Deutschlands und sogar Europas. Von daher ist diese Erklärung, glaube ich, sehr folgerichtig. Die Weltwirtschaft ist für uns und für unsere Unternehmen wichtig, nicht die deutsche Standortpolitik. Ja, Sie sprechen einen interessanten Faktor an. Die DAX 40 Unternehmen, die generieren ja auch einen Großteil ihres Umsatzes im Ausland. Kann man eigentlich schon sagen, der DAX ist gar nicht Deutschland? Ja, ich würde sogar sagen, der DAX und der MDAX sind immer weniger Deutschland, denn auch der MDAX wird immer stärker von international attraktiven Standortbedingungen angesogen. Und wir reden hier sehr offen und vor allen Dingen nur über die Börse. Sollte Donald Trump US-Präsident werden, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gerade klein, dann wird er ja mit weiteren Steuersenkungen, Wirtschaftsliberalisierungen auch deutsche Unternehmen immer mehr anziehen, die natürlich auf der Suche sind nach attraktiven Standortbedingungen. Sie gehen ja schon nach Amerika aus dem einfachen Grund, weil sie den Importzöllen dann von Trump entgehen wollen. Also auch das sorgt natürlich dafür, wenn man in Amerika dann investiert ist, Absätze hat, Umsätze hat, Gewinne hat, dass das den Unternehmen, den Kursen natürlich weiterhin sehr zugute kommt, weil man nicht mehr in Deutschland ist. Das geht mir schwer von den Lippen, wenn ich das sage. Aber man muss leider so formulieren, wir haben ein Standortproblem und das ist symptomatisch auch mit der Qualität des deutschen Fußballs, leider. Ja, dieses Bild nehme ich jetzt mal nicht auf, aber die Frage stellt sich ja doch, warum geht es gerade jetzt so für den DAX von einem Hoch zum anderen? Sind es dann nur die Notenbanken, die da auch eine Rolle spielen? Die Zinspolitik spielt natürlich eine Rolle. Zinssenkungsfantasie ist zwar in letzter Zeit etwas, ja, vorsichtiger gehandhabt worden, aber wir gehen ja davon aus, dass auch ab Sommer dann üben wie drüben in den USA wie auch in Deutschland, Europa die Zinsen gesenkt werden. Und wenn die Zinsen sich dann materialisieren, die Zinssenkungen, ist das nochmal eine neue positive Dimension. Was aber immer wichtiger wird, ist jetzt die Alternative, dass wir jetzt immer stärker auf das weltwirtschaftliche Wachstum schauen. Und da sieht es ja durchaus stabilisierend aus. Ich spreche hier nicht von einem Wirtschaftswunderjahr 2024, aber wenn man sieht, dass ja weltweit die Frühindikatoren, mit Ausnahme Deutschlands, das muss man nochmal hier an dieser Stelle sehr deutlich sagen, nach oben gerichtet sind. Die Chinesen geben viel Geld aus, weltweit wird in Infrastruktur, in Verteidigung, in Verbesserung der Standortbedingungen investiert. Die Zinssenkung wird natürlich die Wirtschaft noch einmal weltweit etwas stärker favorisieren. Dann haben wir ein anderes Thema, das fundamentale Thema, das für die Aktienkurse wichtig ist oder anders ausgedrückt. Die Börse läuft nicht mehr auf dem einen Zylinder der reinen Hightech-Fantasie. Ich habe überhaupt nicht gegen Hightech-Werte, aber schön ist natürlich zu sehen, dass die Marktbreite größer wird, weil die zyklischen, die konjunkturabhängigen Werte auch immer stärker nach vorne kommen. Und die sind ja noch recht günstig bewertet. Übrigens auch die deutschen Industriewerte. Also von daher ist die Stimmung dann für den deutschen Aktienmarkt auch längerfristig durchaus positiv. Ja, positiv ist es auch gerade fürs Gold. Da ist man über die Marke von 2150 Dollar pro Feinunze gegangen. Warum läuft es für Gold so gut, wo alles andere so gut läuft? Sagt man nicht, Gold ist der sichere Hafen, wenn andere Dinge vielleicht nicht so funktionieren? Ja, es gibt Tage, da läuft eben alles. Und bei Gold muss man sagen, wir haben erstens keine friedliche Welt. Das muss man sehr klar erkennen. Wir haben zweitens die Zinssenkungsfantasie, was Gold, das ja keine Zinsen zahlt, attraktiver macht. Wir haben eine Umschichtung gerade der Notenbanken auch
in der östlichen Welt weg von Staatspapieren hin, vor allen Dingen amerikanischen Staatspapieren hin zu Gold, einfach das sichere Edelmetall dann doch zu haben. Es ist immer schön zu beobachten, dass die Notenbanken ja wie am Schnürchen gezogen weiterhin in Gold setzen, auf Gold investieren. Und das bringt dem Gold natürlich weiterhin dann Zuspruch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das noch weitergeht grundsätzlich. Gold ist ja nun ein begrenztes Gut. Und schauen wir bitte auf die Staatsverschuldung. Amerika, da sieht man, es ist herrlich zu sehen. Also finanzmathematisch sehen wir hier die Exponentialfunktion bei der Staatsverschuldung in Amerika und auch für den Zinszahlung auf diese Staatsverschuldung. Und sollte der gute Donald Trump US-Präsident werden, gut in Anführungszeichen, wenn noch mehr Schulden gemacht werden. Und da wird man immer sagen, ich brauche hier eine Gegenposition, die Stabilität von Gold. Und das ist der Grund, wo ich der Meinung bin, wir könnten sogar in diesem Jahr, wenn es gut läuft, Richtung 2500 Dollar pro Unze laufen. Ja, also Gold auf Rekordkurs, der DAX auf Rekordkurs, bleibt noch der Bitcoin. Auch der hat schon an den alten Rekorden von 69.000 Dollar gekratzt. Dann ging es mal wieder so ein bisschen runter. Kann man aber grundsätzlich sagen, seitdem die US-Börsenaufsicht SEC, SEC die ETFs jetzt also zugelassen hat, dass Bitcoin eine Anlageklasse geworden ist und dass da jetzt eben doch viele Anleger reingehen. Ja, Sie sprechen die höheren Wellen an. Wenn natürlich ETFs zugelassen werden, leider bisher nur in den USA, nicht bei uns, dann ist das natürlich auf jeden Fall eine Unterstützung. Damit ist natürlich dann auch der Kryptosektor in der normalen Familie der Anlageklassen aufgenommen worden. Bisher war es nur die knubbelige Verwandtschaft. Jetzt gehört man zur Kernfamilie offensichtlich. Das hilft natürlich. Und die Argumente, die ja gegen den Kryptosektor immer wieder genannt werden, auch gerade von den Notenbanken, kürzlich von der EZB, alles fauler Zauber, nichts wert, haben keinen inneren Wert, ja, sind kein Inflationsschutz. Naja, bei der Wertentwicklung in letzter Zeit muss man sagen, ist ja offensichtlich schon ein Wert, ein Inflationsschutz. Gut, natürlich muss man auch sagen, es gibt immer wieder die Gefahr von Skandalen, dass da manipuliert wird. Das kann man nicht abstreiten, sodass auch sicherlich die Kryptoassets eine volatile Anlageform sind. Aber das sage ich immer wieder, zur spekulativen Anlageform sollte man es auf jeden Fall in Betracht ziehen mit begrenztem Geld. Aber ich sage genauso gleichzeitig nochmal, die Schwankungen muss man einkalkulieren können. Wir können immer noch nicht sicher sagen, wo der Bitcoin-Kurs in einer Woche steht. Aber was auch sehr wichtig ist, bitte nicht aus dem sicheren Hafen von Spareinlagen, von Festgeld unter Umgehung aller anderen Anlageformen auf die Kryptos setzen. Ich halte es nach wie vor viel wichtiger, nachhaltig vor allen Dingen in Sachkapital, Aktien zu investieren, aber neunmal mit begrenztem Geld im Kryptobereich zu spekulieren. Warum nicht? Aber nochmal, mit begrenztem Geld und nur spekulativ. Jetzt haben wir sehr viel Positives gehört und sehen die Rekorde. Was bedeutet dann jetzt das alles für Anleger? Wie sollte man sich bei dem Marktumfeld jetzt aufstellen? Wenn man in deutschen Blätterwald jetzt reinschaut, ja, da sieht man natürlich, oh, alles teuer, alles gefährlich, sehen wir die Krise nicht. Ich habe ja oft schon hier berichtet, wenn man tagsüber mit deutschen Finanzakteuren spricht, dann ist die Stimmung mal verhalten. Am Nachmittag, wenn die Amerikaner dazukommen, hält sich die Stimmung auf einmal auf. Man muss die Risiken sehen, die sehe ich auch, aber ich muss die Chancen eben auch sehen. Und offensichtlich hat der Markt recht, wenn er sagt, er sieht eben auch die Chancen, die dann positiv sind. Das verhindert ja nicht, dass wir auch mal eine gesunde Konsolidierung bekommen. Die sehen wir im Hightech-Sektor, wenn einzelne Firmen eben nicht so gut berichten oder ihre Absätze zum Beispiel in China revidieren oder ihre Preise senken müssen. Dann wird auch abgestraft. Aber grundsätzlich muss man genauso sehen, dass Abstrafungen und dass Marktbereinigungen ruckzuck gehen. Quasi an einem Tag, an zwei, drei Tagen, ja, wie ein bereinigendes Gewitter. Und dann muss man wieder reingehen. Also sollten die Anleger auch immer dabei bleiben. Nachhaltigkeit, regelmäßig ansparen ist wichtig, aber auch den Mut haben, neben dem Hightech-Sektor eben auch immer stärker jetzt die Weltkonjunktur zu sehen und sich immer stärker eben auch auf die zyklisch kulturabhängigen Werte auch zu stürzen. Wir sehen zum Beispiel in Amerika, dass der Russell 2000, also quasi das Pendant zum deutschen MDAX, mittelständische Industrie, ja schon kräftig seit Oktober Fahrt aufgenommen hat. Da spiegelt sich eine verbesserte Weltkultur und verbesserte Standortbedingungen der USA wider. Davon können auch die deutschen Werte profitieren. Wir haben eingangs davon gesprochen.
die Weltwirtschaft. Wir hängen an der Weltwirtschaft, die deutschen Werte, nicht an der deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Also dabei bleiben, mutig sein, im Aktienmarkt dabei bleiben und die Meinungen, die mal kommen, das Glas ist eben nur halb voll. Ja, nein, das Glas ist mindestens halb voll. Das sollte im Aktienmarkt sehen und auf jeden Fall dabei bleiben. Ja, dann ist nur die Frage, was ist im Glas drin? Wasser oder Champagner, Herr Halver? Ja, ich denke schon, es ist mindestens ein gutes Mineralwasser, ein Premium-Mineralwasser. Und man sollte eben sich nochmal vor Augen führen, die Zinsen werden natürlich mit den Zinssenkungen auch nachgeben. Ich kenne da viele auch in der eigenen Familie, viele große Anhänger von Zinspapieren. Aber sobald die Zinssenkungen kommen, wird man auch sehen, dass die Geldmarktpapiere und die Einlagen, Termineinlagen auch zusammenrauschen und schmelzen wie Eis in der Sommersonne. Gut, also darauf trinken wir ein schönes Mineralwasser. Dankeschön an Robert Halver von der Baader Bank, zugeschaltet aus Frankfurt. Viele Grüße. Ja, ich danke Ihnen. Danke. Und Ihnen, liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.